Heute ist Sonntag und ich wollte eigentlich gerade anfangen, ein Video zu schneiden und merke dann so, also ich muss mal anders anfangen. Gestern war ich eigentlich los bei Bauhaus mit meinem Schnucki. Wir wollten da so ein paar Sachen kaufen. Dann habe ich gedacht, so, das kann ich auch mal aufnehmen, was wir so alles kaufen, wenn wir so durch Bauhaus tingeln und dann mache ich die Kamera an. Geht nicht. Dann denke ich so, hä, wieso geht die nicht? Na, okay, Speicherkarte fehlt. Habe ich gedacht, so, ja, die hast du auch eingelegt. Reingeguckt in den Schacht, keine Speicherkarte drin. Und dann den Verkäufer gefragt, ob die bei Bauhaus Speicherkarten haben. Hatten sie dann auch. Aber solche, mit der die Actioncam nichts anfangen kann. Da hat der nette Verkäufer dann extra nochmal geguckt, ob die Actioncam, also hier die GoPro 8, mit so einer Form von Speicherkarte klarkommt. Und er hat dann selber gesagt, so, ja, das könnte klappen, vielleicht aber auch nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nicht, nehme ich halt nichts auf. Und dann kam mein Schnucki mit der glorreichen Idee, sie könnte ja mit dem Handy aufnehmen. Und dann haben wir so mehr oder recht schlecht oder gut, weiß ich noch nicht. Ich habe das Video noch nicht geschnitten, mit dem Handy aufgenommen. Gerade eben setze ich mich daran, will das schneiden, erste Datei übertragen vom Handy. Also es ging erstmal schon mal alles gar nicht. Dann mussten wir Max da in Dubai anrufen und fragen, wie das geht, der uns das dann erklärt. Und dann hat mein Schnucki die Daten übertragen und bups, die erste Datei funktioniert schon mal nicht. Habe ich versucht, die zu konvertieren und zu reparieren. Habe mir im Internet durchgelesen, wie das geht. Aber das funktionierte alles nicht. So, also eine Datei schon mal weg. Dann habe ich gedacht, gut, ich muss ja mal irgendwie, weil das war so ein cooler Anfang, hat Marie für mich gemacht, weil sie halt mit dem Handy in die Blumenabteilung gegangen ist und ich habe den anderen Krempel geholt. Wir haben ja Arbeitsteilung, ne, damit es schneller geht. Sie geht ihren Kram holen, ich gehe meinen Kram holen. Ja, nun ist diese tolle Datei weg. Na gut, jetzt geht's gleich irgendwie weiter. Mal sehen. Also, ich fange jetzt an zu schneiden, beziehungsweise ihr fangt an zu gucken. Hier habe ich schon mal einen gefunden, sogar Herbstrasendünger. Ich weiß aber den Preis nicht. Ich glaube, Gadol oder wie heißt das? Ja, ist glaube ich teuer. Muss ich gleich mal gucken, wie der Preis, oder? 20 Euro zu 11 Euro. Ich nehme den. Keine Ahnung, ob der hier gut ist, besser als nichts, würde ich mal sagen, oder? 5 Kilo auch, ne? Das ist auch 5 Kilo. Dann nehme ich doch den. Vielleicht ist er besser. Man lässt sich jetzt vom Preis natürlich so ein bisschen mitführen, ne? Ich nehme den. Oh, dann nehme ich den für 20 Euro. Und guck mal, was mein Schuppi hier schon alles gekauft hat, ne? So eine hässliche grüne Wäscheleine. Weil er was vorhat bei uns im Heizungsraum. Dafür braucht er das. Er will dann nämlich Leine spannen, aber die grüne ist doch voll hässlich. Dann solche Stecker braucht er. Dann so ein Schalter. Aber am besten erzählt er euch das selber. Und diese Dübel, die brauchen wir auch immer. Was ist das? So, damit die nicht verloren gehen, wahrscheinlich diese hier. Hä? Ohne Schnaken. Muss ich mal fragen, was das hier ist. Naja, jedenfalls gehe ich einmal ganz kurz nochmal zur Blumenerde. Und die ist, glaube ich, draußen. Genau, hier ist ja alles andere an Dünger. Speziell Rasendünger. Mooslos, guck mal. Wir haben auch ganz viel Moos. Aber wenn ich jetzt alles raufhaue, kann ich wahrscheinlich nicht raus, ne? Wird denn das Moos nachher hier rausgetötet oder wie? Oder rausgebrannt? Hört sich auch ganz gut an, ne? Sogar gegen Unkraut, guck mal. Krass. Aber wenn ich jetzt den darauf streue und das Moos nachher so gelb ist, ich meine, dann habe ich Erde oder wie? Ich muss mir überlegen, was ich hier mache. Aber ich glaube, erstmal nehme ich einfach diesen Rasendünger für den Herbst. Also den hier. Wisst ihr, was ich noch cool finde? Arin eigentlich auch. Das wäre so ein Teil für den Schlauch, Gartenschlauch. Aber ich glaube, der Schlauch an sich wird gar nicht so lang, länger sein als 20 Meter. Oder? 30 Meter bedeutet gleich natürlich größere Spule. 25, 30 Meter war das Größte. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt momentan an Schlauch haben, aber es wäre eine Alternative. Sie finde ich ganz cool eigentlich. Besser als das, was wir jetzt an der Wand haben, ne? Dass man den ganzen Schlauch da sieht. Oh, es regnet! Okay, und ich brauchte eigentlich Blumenerde da drüben. Ich gucke, ob sie drin irgendwas haben. Es regnet gerade.
Schau doch mal, ich habe hier eine Erde gefunden für 5,99, na 6 Euro. Ist echt nicht billig eigentlich, ne? Für Grünpflanzen und Palmenerde extra. Dann nehme ich diese hier mit. Ich habe nämlich das andere schon eingepackt. Und zwar diese hier. Die. Die kostet 3,49 für 5 Liter. Dann nehme ich lieber diese hier. Wisst ihr was? Ich muss noch das halten hier. Gucken. Ich finde Arne jetzt gerade nicht. Keine Ahnung, in welchem Gang der sich versteckt. Ich habe jetzt hier alles da. Er sagte, wir treffen uns gleich hier irgendwo. Er ist hier irgendwo. Ich weiß aber nicht, in welcher Teilung, weil Bauhaus ist ja recht groß. Und kein Plan, wo er jetzt ist. Muss ich mal gucken. Ich habe ihn endlich gefunden. Nach stundenlangen Suche ist er endlich da. Wo warst du? Ich habe dich gesucht. Jetzt siehst du, wir haben uns verlaufen. Ich habe nämlich in seinen Gang gesucht und er hat was gekauft. Und du warst da. Ja, genau. Und dann haben wir. Bin ich da rübergegangen und dich zurück. Ja, genau. Und ich bin zurück, weil ich musste. Da gegangen, ja, genau. Da hätten wir uns doch in der Mitte treffen müssen. Ja, eigentlich schon. Und ich bin auch durch den Haupteingang gegangen, durch den Hauptgang gegangen. Also ja, jetzt liegen wir gerade hier schön auf so einer Couch. Ist richtig mega, ne? Also, das war heute mal ganz doof, weil ich nämlich heute Morgen. Ich habe, glaube ich, deine GoPro gehabt, ne, und habe da eine Karte reingeschoben. Ja, okay. Ich habe die GoPro mitgenommen hier zum Aufnehmen. Da hat noch mal jemand gefragt, womit nehme ich immer auf? Also hiermit, heute jetzt mal nicht. Jetzt könntest du endlich mal sehen. Da ist keine Karte drin, ne? Ich wollte vorhin so anfangen und denke so, wieso geht das Ding nicht an? Keine Karte drin. Also ist sie jetzt bei dir oder so. Zu Hause. Ja, eigentlich sollte das ja hier ein Spaziergang durch Bauhaus werden, dass ich mal zeige, was ich alles brauche und was wir demnächst alles so basteln wollen, ne? Mhm. Und jetzt habe ich das alles schon eingekauft. Aber wir können eben mal gucken gehen. So. Also. Hier, das ist Maries Krams hier, ne? Also dieses Gartenzeugs. Ist nicht meins. Das hier ist eher meins. Also, wir brauchen hier jede Menge Gasbetondübel für unsere Rollläden. Die müssen hier draußen angebaut werden, wenn sie dann irgendwann mal heil da sind. Hiermit will ich mal was basteln. Dann brauchen wir hier, weil Willi hat ja ein Loch in die Wand gemacht. Dafür brauchen wir so eine Abdeckung hier. Für Flo, ne? Ja, wobei die eigentlich viel zu doll ist. Die versperrt eigentlich viel mehr. Eigentlich bräuchte man nur so einen Kranz, der das Loch ein bisschen hübscher macht. So, das war hier mein Einkaufszettel. Hier drin haben wir nochmal so ein paar Schrauben. Ja, hier habe ich in zwei Typen hier. Für die Verschwendung. Also Schrauben, um das zusammenzuschrauben hier. Und dann brauchen wir für die Rolllädenkästen jede Menge von diesen Schuko-Steckern hier. So, und das Ding hier, das kommt bei mir auf meinen Büroschreibtisch. Damit machen wir dann mal hier an aus, wenn wir die Absaugung brauchen. Also für den Wechselrichter, der mir so heiß pustet. Ich weiß gar nicht immer, wo muss ich denn hier hingucken. Da ist die Kamera. Wo guckt man denn hier hin? Ich mag echt nicht mit dem Handy aufnehmen. Ne? Na gut, gucken wir mal weiter hier. Diese Schraubhaken brauchen wir noch für eine spezielle Art zu trocknen. Und dafür brauchen wir auch das. So, Schnucki, das ist ja ganz toll hier. Dass das hast du nachher einen schwarzen Balken. Dreh um, Kamera. Nicht hochkant. Mhm. Oh, so ein Scheiß. Also wie gesagt, ich filme nicht gerne in der Cam. Ich habe das alles hochkant jetzt. Ist nicht schlimm. Kannst du drehen vielleicht. vielleicht auch nicht. Lass uns nach Hause und dann, ich will frühstücken. Ja. Und wir müssen das auch noch anbauen. Und wir wollen heute auch einen Rollladenkasten anbauen. Ja, genau. Aber es gießt gerade. Na, vielleicht ändert sich das ja. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Croissants holen müssen wir noch ganz schnell, bitte. Aber nicht hier bei teuer Bauhaus. Nee, okay. Dafür fahren wir jetzt ganz lange, damit wir die für 65 Cent. Nee, jetzt auf dem Weg nach Hause. Das stimmt auch. Okay. Oder ich mach die selbst. Nein, dauert zu lange. Mann, mit dem Handy aufnehmen ist ja kacke, ne? Also, jetzt habe ich es auch gelernt, ohne schwarze Balken links und rechts aufzunehmen. Folgendes. Ich habe mir hier gerade eine andere, ich glaube, das nennt man eine Rosette hier. Das ist eine Abdeckung für dieses Loch, das Willi gebohrt hat. Und dann sage ich zu Marie, man kann dann aber innen drin Beton sehen, also den Beton in dem Rohr. Dann habe ich kurz überlegt, so, wir brauchen irgendwie noch ein Rohr. Und dann denke ich so, jo, habe ich ja noch zu Hause einen Abschnitt. Und dann sage ich ihr, wir haben ja noch einen Abschnitt zu Hause, müssen wir das nicht neu kaufen? Und sie dann so, ja, das muss ich dann aus dem gelben Sack wieder raussuchen. Die hat schon wieder alles weggeschmissen, die ganzen Abschnitte. Das braucht man. Und jetzt sagt sie zu mir so, das war ihr Kommentar dazu. Und jetzt läuft sie da rum, ja. Und sagt, sie muss nach Hause, sie muss unbedingt nach Hause, ihr wird schon schlecht.
Also mir wird auch schlecht, wenn irgendjemand hier das ganze Baumaterial immer wegschmeißt. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir. Kann man eigentlich hier irgendwie umstellen hier? Das. Oder ich hier mal hinterher. Mein Gott, nervt das mit dem Handy aufzunehmen. Aber ich bin auch zu doof, dass ich dieses alte Dings da nicht reingesteckt habe. So, Schnucki, du musst mir hier gar nicht den Rücken zudrehen, ne? Mach ich gar nicht. Nee, du gehst hier weg, störrisch die Arme in die Hüfte gestemmt. Guck mal, das ist wieder in. Kann nicht angehen. So hässlich. Nee, nee, das ist auch nicht in. Das ist nicht in. Krass. Das sind Verkäufer, die wollen alles verkaufen. Ja, vielleicht für innen drin. Für da, also für den Innenbereich mag das vielleicht sein, aber nicht für außen. Wir haben ganz viele davon schon weggehauen. Wollen wir die wieder anbauen? Ja. Kann man mit dem Handy irgendwie umstellen, während man filmt? Was ist denn das? Also mit meinem geht das. Adam ist gerade voll grätzig. Der ist so unerträglich. Er hat Hunger. Er ist genervt. Er muss mal. Oh Scheiße, das schneidest du schon raus, ne? Du projizierst von dich auf andere, ne? Von dich? Nee, du von dir. Von dich. Du von dich. Also wir haben jetzt hier alles eingepackt, Leute. Und jetzt wollen wir mal ganz schnell was. Hast du eben von dich gesagt? Von dich, genau. Ich glaube, mein Hirn ist tot. Ich muss irgendwie Kohlenhydrate haben, glaube ich. Also wir haben beide. Lacht mich aus! Ja, weil du gerade. Sie ist hier und grätzt hier rum. Also, dass ich auf dem Weg hierher schon sagst du mir, wieso bist du eigentlich immer so grätzig? Und dann sagt sie, ja, weil ich Hunger habe und weil ich, was war noch? Ich bin müde und ich habe meine Tage oder nein, was? Nein, das stimmt nicht. Das ist doch. Also, auf jeden Fall. Man kann auch eine gute Laune haben, wenn man Hunger hat. Aber ich nehme mich extra so hochkant auf, damit du das schlecht schneiden kannst. Ich kann das auch. Schlecht und das wird trotzdem gut. Oh, da kommt ein Mann. So, ich war jetzt alleine ganz schnell ohne meinen Schnucki bei Aldi und habe mit Hunger eingekauft. Guck mal, ich habe solche drei Laugenzöpfe gekauft, überbacken mit Käse. Dann, das darf er dann gar nicht sehen eigentlich, also zwei Franzbrötchen, das sind so Zimtbrötchen, die sind so lecker, Leute, wie in Dänemark. Drei letzte Croissants und drei solche Käsestangen. Die sind mega. Also, ich habe schon Hunger. Wie sieht es mit dir aus? Perfekt, wir gehen gleich bestücken. Also, endlich meine Kamera wieder zurück. Jetzt gibt es hier Frühstück. Guck mal hier, diesen Saft hier, den habe ich gestern gemacht. Da ist so viel drin. Ich habe sogar das OPC da reingerührt. OPC ist ja normalerweise eigentlich nicht essbar, ne? Wenn man das isst oder nur riecht, kriegt man schon das Kotzen. Das stinkt und also es zieht alles zusammen einfach. Und wir sind mal am Ausprobieren, ob man das ins Getränk reinrühren kann. Mal sehen, wie das schmecken wird. Und hier gibt es denn jetzt lecker Frühstück. Schnucki, komm. Wo bist du? Das ist ja krass, wenn ich die Kamera hier so ganz schnell rüber drehe, dann zieht die noch ganz langsam nach. Okay, das nur am Rande. Hunger, Hunger. Du lachst ja. Freust du dich? Ich hab wirklich. Was ist denn da in dem braunen Umschlag drin? Brauner Umschlag ist doch immer, wenn man seine Bewerbungsunterlagen zurückkriegt. Das, bist du nicht angenommen worden? Mein Schnucki. Mein Schnucki kümmert sich um die Absaugung und um die Solaranlage hier. Was? Schon wieder? Nein! Das Haus frisst schon wieder mein Blut. Dabei sind das gar nicht so schwierige Sachen, die ich hier gerade mache. Ich baue hier nämlich gerade was. Man muss immer ein bisschen was bauen, ne? Oh, das ist hier so duster, die Hütte hier. Also, das hier wird die Winterwäscheleine. Ich bin gerade dabei, hier ein paar Dübel reinzuhauen. Schraubhaken da rein. Das gleiche hier auf der anderen Seite auch. Einmal hier an den Kabeln, hier an den Rohren vorbei. Dann wird hier eine Wäscheleine gespannt. Leider ist hier hinten die Tonne. Also hier kann man dann nachher nur so Socken hinhängen. Und die Unterbüchsen, die kommen auch dahin. Hier kommt auch noch eine Reihe mit Haken hin. Habe ich mir so gedacht. Ob das was wird, weiß ich noch nicht. Und dann auf der anderen Seite hier auch noch eine Reihe mit Haken. So, dass man dann hier so die etwas längeren Teile hinhängen kann. Dafür habe ich hier dann mal kein Beton, sondern Beton. Und da muss ich dann reinbohren nachher. Weiß gar nicht, ob ich dafür noch funktionstüchtige Bohrer habe. Mal schauen. Also jetzt geht es erstmal hier weiter.
Mann, da hätte ich echt gedacht, dass es ein bisschen einfacher ist, ne? Aber ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich hätte normalerweise nicht hier auf so einer Fuge den Dübel reinsetzen sollen, weil da, das fiel mir dann erst im Nachhinein ein, die Dinger sind ja geklebt und der Kleber ist höchstwahrscheinlich hart, härter als Beton selber. Und da hat dieser Dübel halt Probleme reinzugehen. Was man dann auch hier sehen kann, ich habe den nicht reingekriegt, ne? Ich habe ja mit allem Möglichen versucht, keine Chance. Marie meinte dann, dreh die einfach so rein. Ich hatte die Idee, die abzuschneiden. Aber diese Dübel, die kann man halt nicht so richtig einfach schneiden, ne? Dieses Material. Ja, und wenn ich da mit der Säge hier in Gange bin, dann mache ich gleich die ganze Wand kaputt. Na gut, so wird es auch halten. An dieser Seite habe ich dann auch schon alles reingedübelt gekriegt. Sogar hier an der Problemstelle hier habe ich den Dübel reingekriegt. Und da hinten, da kommen jetzt die Schrauben rein und dann... Da kommen jetzt die Schrauben rein und dann können wir die Wäscheleine spannen und hier trocknen. Das Chaos ist ja fast perfekt. Also, mein Schnucki liebt es. Hier liegt überall Werkzeug rum. Und alles, was da drin ist sogar. Und Schuhe. Und mein Werkzeug. Und jetzt muss natürlich erstmal sauber gemacht werden. Also, alles, was ich so an Dreck produziert habe. Guck mal da oben auf diesem Kasten. Weißt du, ich habe schon alles gesehen. Okay. Und auf einmal ist es schon nach 3:30. Ich habe gerade die ganze Zeit mit einem Freund gequatscht. Der will sich einen Wohnwagen kaufen, so einen Eriba. Und jetzt hat er so mal gefragt, so, was sage ich denn so dazu? Und ich sage, ich kaufe den. Also dann kannst du damit losdüsen und Urlaub machen oder was auch immer. Hä? Schnucki? Ist hier mal zu Hause? Ja. Was machst du da oben? Ich dachte, wir wollten irgendwann mal Mittag essen. Du hast doch gesagt, du willst nicht. Ja, schon 2 Stunden her. Schon weg? Jo. Also, hier sollte das ja nun eigentlich noch weitergehen. Aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Hier habe ich jetzt noch angezeichnet. Hier sollen die nächsten Schraubhaken hin. Genauso wie da. Und dann hier auf der anderen Seite nochmal. So, dass im Grunde, also hier oben, also einmal... Hier unten quer und hier einmal so längs oder andersrum längs und quer. Ist auch egal, also auf jeden Fall soll da irgendwie noch was sein. Aber ich habe auch kein Band mehr. Das grüne da, das ist das letzte Band, was ich noch habe. Das reicht nicht, muss ich also nochmal neu holen. So, okay. Also, jetzt gibt's Mittag. So, was gibt's denn hier Leckeres? Also, hier haben wir ja noch von gestern. Reis, Erbsen und Wurst. Okay. Wir haben noch Reis und Reis, Erbsen und Wurst. Ja, und hier sind 3 gegrillte Hähnchenbrustfilets. Also, aber was fassen Sie das, ne? Und Knobi. Ich nehme Reis, Erbsen und Wurst. Also, Reis, Erbsen und Wurst, das ist ja hier das beste Essen, was es überhaupt gibt. So, da sieht es so sieht's aus. Also hier haben wir noch Reis. Ich habe gestern ein bisschen mehr Reis gemacht, weil wenn man ein bisschen Reis hat, das ist immer gut. Dann muss man nicht so lange kochen. So, und noch ein Pott Reiserbsen und Wurst. Also einige Leute sagen dazu auch Risotto. Also ich sage dazu Reiserbsen und Wurst. Dann haben wir noch was zu trinken. Das muss ich jetzt irgendwie warm machen hier. Wieso geht das nicht zu? Ach so. Der muss da weg. Und zum Warmmachen, ich denke mal, hier die Sonne scheint und wir werden mit Sicherheit genug Volt in der Batterie haben, dass wir hier schön gleich kochen können. Oder wir braten. Wir braten das und dann ist es wirklich Risotto. Gucken wir mal ganz kurz hier. Welchen Tag haben wir eigentlich heute? Heute ist, glaube ich, der 10. Der 10. Tag. Ist heute der 10.? Just a moment, please. Das können wir mal schnell sehen. Heute ist der 10.9. Der 10. Tag unseres Experiments ohne Strom und ohne Warmwasser. Und trotzdem wir kein Warmwasser benutzen, also kaufen, haben wir trotzdem warmes Wasser. So, 13,3, das ist doch perfekt. Dann muss ich mal, das muss ich ja hier nochmal ändern.
Wo ist denn hier meine Steckdose für... Ach hier. Das ist alles noch so ein bisschen zu Fuß hier, ne? Machen wir schon mal die Absaugung an, weil der wird gleich warm werden. Beim Kochen wird er immer warm. Ist das nicht lecker? Also hier brät jetzt mein Risotto mit Solarstrom bei 140 Grad. Das ist total genial hier, diese Kochplatte, ne? Die Pfanne ist sofort heiß, kannte ich gar nicht. Mit Induktion, super. Hier wird jetzt mein Abwaschwasser erhitzt. Das mache ich in einer Thermoskanne. Ich habe mir hier so eine fetten 3 Liter Thermoskanne geholt. Habe ich noch nie gesehen, so eine Riesendinger. Habe ich mir gleich 2 Stück davon genommen, weil die werden jetzt, also das Wasser da drin wird zum Kochen gebracht. 2-mal. Und dann können wir damit abwaschen. Nachher können wir damit noch Haare waschen oder keine Ahnung was mitmachen. Man hat einfach das heiße Wasser einfach mit so einem 300 Watt Kocher hier, mit so einem Tauchsieder. Total genial. Und diese 300 Watt macht auch der Spannungswandler da ohne weitere Probleme mit. Wir können ja mal gucken gehen. Also ich koche jetzt hier und habe auch gleichzeitig den 300 Watt Tauchsieder an, um kochendes Wasser herzustellen. Gucken wir mal, was hier läuft in der Zwischenzeit. So, der wird ein bisschen gefordert hier. Kann man vor allem hier dran erkennen. Da ist hier diese Anzeige, wie viel. Guck mal, jetzt ist der Herd angegangen. Dann geht er ein bisschen weiter hoch. Jetzt ist er wieder runtergegangen, weil der Herd wieder ausgegangen ist. Die 300 Watt ziehen die ganze Zeit kontinuierlich, aber der Herd immer nur, wenn er auf Temperatur kommen muss. Ja, und entsprechend liefert dann hier der Spannungswandler. Gleichzeitig wird hier die heiße Luft, die der produziert, abgesaugt und geht da oben raus. Also ich finde, das ist zwar alles ein bisschen zu Fuß hier, noch besser wäre es eigentlich, da habe ich gestern auch noch mit Johann drüber gesprochen, eigentlich müsste man einen Bimetall Sensor irgendwie haben, der hier merkt, okay, es wird heiß und dann klick, alleine mit jemand, mit Willi habe ich darüber gesprochen. Willi meinte, man müsste das temperaturgesteuert machen, dass wenn der hier merkt, das wird hier heiß, dann schaltet der da oben ein. Fand ich auch gut. Kenne mich aber nicht so gut mit aus. Ich habe mir stattdessen einen Knopf, hatte ich vorhin gezeigt bei Bauhaus, ne? Hier so einen Knopf geholt für den Tisch, draufdrücken an, draufdrücken aus. Das hat auch so ein Feeling von so einem Buzzer, so batsch, an- und ausmachen. Hier liegt seit gestern unser kaputter Rollladen rum. Ja, na gut, ich muss glaube ich hier mal sehen, was mein Essen macht und dann gibt es gleich Essen. Kocht das hier schon? Ja, noch nicht ganz, aber warm wird es schon sein. So, ist das nicht schön? Ich esse hier ganz alleine. Also Marie, die meint denn, sie hat vorhin schon gegessen. Irgendwie was übergeblieben ist vom Frühstück. Ash hat gerade keinen Hunger. Naja. Und bei mir gibt es jetzt das und das. Guten Appetit. Dann habe ich doch noch jemanden gefunden, der mein Risotto mit isst. Guten. Guten. Finde ich gut, dass du mit mir zusammen, ja, also leicht zeitversetzt isst. So, also, eine Kanne mit heißem Wasser ist fertig, die andere kocht hier und jetzt geht's draußen weiter. Wir wollen mal gucken, ob wir die einen Außenrollladen festkriegen und das kann losgehen. Also, mein Schnucki hat hier schon richtig viel hingelegt auf den Gabentisch und damit will ich jetzt mal sehen, ob ich hier einen Rollladen ran gebaut bekomme. Also, diesen Rollladen, den haben wir ja geliefert bekommen. Einer von denen sieht so aus. Leicht verbeult. So leicht. Na, Schnucki? Da. Hast du gesehen? Ja, krass, ne? Das, ja, ist heftig. Jetzt, weil jetzt das Licht kommt jetzt von der Seite, dadurch kann man das noch mehr sehen. Da und ist guck auch mal. Verbeult. 1, 2, 3. Wir können jetzt einbauen. Das war's. Das Video ist schon zu Ende. Ja, dann machen wir jetzt ein Bild davon, weil jetzt mit Seitenlicht ist das besser zu sehen. Krass. Toll. Bis zum nächsten Video. Ciao.